Jeden Tag klingeln hier Leute und es geht den ganzen Tag so. Für mich schon wie eine Packstation. Entweder die Müllmänner kommen oder der King kommt oder. Und die Leute klingeln nochmal ganz anders. Die Decke wird immer größer. Aber heute geht es gar nicht um Decken, sondern ich habe gestern endlich mal gelernt, wie man ein Beanie macht. Sieht denn so aus? Unten so ein bisschen festerer Stoff, dann kann man das Ganze einen Ticken schöner anziehen und sitzt auch fester. Du kannst umklappen. Und genau hier wollte ich weitermachen. Gleich nochmal eine Mütze. Ich will jetzt einfach jeden Tag eine Mütze machen, damit ich wirklich lerne, wie das Ganze geht. Ich brauche immer circa 2 Stunden, habe ich gemerkt. Ein kleiner Ring. Zweiter Ring. Wenn man immer genau wissen möchte, an welcher Stelle man den Kreis geschlossen hat, einfach eine Sicherheitsnadel mit reinpacken. Ring 3. Schaut mal, was für einen schönen Farbverlauf wir schon rausbekommen haben. Und wie ihr seht, die Wolle ist richtig, richtig geil. Danke nochmal an dich, Robin. Danke fürs Sponsern dieser geilen Wolle. Dazu messt ihr einmal euren Kopfumfang, teilt das Ganze durch Pi und zieht davon nochmal 2 cm ab. Beziehungsweise bei Kindern könnt ihr 1 cm abziehen, sind weniger Maschen in der Mütze und dadurch dehnt sich das nicht so sehr wie bei Erwachsenen. Bei mir sind das jetzt schon 18, 19, das heißt völlig zu viel gehäkelt. Wir sollen alles nochmal rausmachen. So, das ist schon der Beanie. Jetzt können wir anfangen, gerade runter zu machen und schon sind wir fertig. Sind es 18 Minuten knapp? Und schon ist der Beanie fertig, ist das geil. Es hat jetzt auch nur knapp über eine Stunde gedauert. Oh, aber nicht für den Alex. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Häkelpause. Gerade wieder heimgekommen, gerade kurz mit Bela in einem Café gewesen. Ja, ihr seht, ich bin jetzt gerade schon wieder in einer neuen Mütze. Aber vorhin, als ich im Café saß, habe ich noch eine andere Mütze angefangen. Das ist jetzt die. Jetzt erhältlich im Merch. Vielleicht erkennt ihr das Muster ja. Genau richtig erkannt. Und zwar ist es nämlich auch dasselbe Muster wie von der Decke, die ich... Wobei hier habe ich es ein bisschen verändert, aber ihr seht... Fast. Falls ihr euch fragt, wo dieses Muster denn herkommt. Das Muster kommt nämlich von der Decke, von der Riesendecke. Dann habe ich heute 3 Mützen geschafft. Gestern Nacht noch eine andere. Alle, die Bock haben, diese Mütze zu gewinnen, schreiben mir einfach einen Kommentar. Aber vergesst nicht, Hashtag Riesendecke hinzuschreiben. Für alle, die sagen, ihnen ist die Farbe zu flippig oder keinen Bock drauf haben, die schreiben keinen Hashtag. Nachdem ich jetzt hier diese 4 Mützen habe, habe ich mich gefragt, wie viel könnte man wohl an einem Tag häkeln? Vielleicht gibt es da ja einen Weltrekord. Das ist die größte Mütze. Die ist aber nicht groß. Hier, nur mehr als 200 Stunden häkelte der 24-Jährige. Das ist aber nicht so viel. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen eine riesige Häkeldecke in den Nachrichten gesehen. Das ist wohl meine. Ja, das ist nämlich die Häkeldecke, die aus ganz vielen kleinen Patches zusammengesetzt wurde. Es ist eben keine Decke, die am Stück gehäkelt wurde. Die Häkel-WM in Zirndorf. Und da kommen dann alle Menschen aus der Welt hin. 13 Minuten. 18 Minuten für 50 Gramm ist ungefähr so schnell.